Hallo ihr Lieben, Christian Schemeier, Dating-Coach, Beziehungscoach, YouTuber offensichtlich, Content-Creator, Buchautor, falls nächste Woche rauskommt. Und ja, wir gucken uns mal einfach mal wieder eine E-Mail an. Wir bewegen uns wieder in den Dating-Dschungel, schauen uns eine Dating-Situation an. Hätte man da was anderes machen können? Wenn du auch solche E-Mails schreiben willst, geht über ein Formular auf liebische.de und wir steigen einfach mal ein. Lieber Christian, ich höre regelmäßig deine Podcasts und lese deine Bücher. Ich würde mich selber als bindungsängstlich mit Verlustangst beschreiben. Mit jetzt Ende 30 hatte ich eine längere Beziehung, 5 Jahre und danach 6 kürzere. Ja. Ja, so ein ähnliches Muster hatte ich auch lange. Hab jetzt 5 Monate eine Frau gedatet, Tierpflegerin. Hübsch und sehr nett, habe mich sofort wohlgefühlt. Das Dating war wie aus dem Lehrbuch, eher so erstes Date, sehr nett, kurz im Café. Also es ist ein Mann, der schreibt, nur zur Sicherheit. Zweites Date im Museum, danach habe ich sie geküsst. Drittes Date hat sie mich zu sich eingeladen. Viele Frauen schlafen mit Männern schon auf dem 2., 3. oder 4. Date. Das sind einfach, das heißt jetzt nicht, dass ihr das machen sollt, ne? Vor allen Dingen, wenn man vielleicht frischen Liebeskummer hat, aus einer hochtoxischen Beziehung kommt, sollte man es vielleicht nicht unbedingt machen. Aber ich wollte es nur sagen, wenn man es rein aus Dating-Sicht ist das ja ein sehr, also bis hierhin könnte man auf jeden Fall sagen, hast schon mal alles richtig gemacht. Und wenn es auf dem 4. oder 5. Date Sex gibt, ist auch egal, oder sowieso, weiß ich nicht. Aber so, das ist tatsächlich, wenn alles läuft, wenn man sich gut findet, sieht das häufig so aus, ne? Auf Basis unserer aktuellen, das ist natürlich auch Kultur überlagert, ne? In anderen Kulturen sieht es anders aus, ne? Ich habe ja mal palästinensische Paartherapeuten fortgebildet, kein Witz, ich war mal in Bethlehem über die Entwicklungshilfe, weiß nicht, ob das von meiner Webseite gibt, es auch noch irgendwo einen Link zu, und interessant, wie anders das Dating zum Beispiel bei palästinensischen Christen da in der Westbank abläuft, komplett anders. Ist auch schon wieder ein paar Jahre her, also das war wirklich noch, ja, dass ich zwei kennenlernen durften, während alle anderen Verwandten drumherum sitzen, konnten sich so 1,5 Stunden austauschen, ob das wohl passt irgendwie, und dann wird geheiratet und fertig irgendwie, ne? War nichts hier mit Date. Also andere Zeiten, andere Abläufe, ne? So, ich habe ihr früh klar gemacht, dass ich meine Beziehung wünsche. Sie meinte, sie braucht Zeit. Ich kann euch immer wieder sagen, Leute, gebt doch die 10 Pizzas aus, kauft euch den Dating-Kurs, dass ihr nicht diese ganzen blöden Fehler macht, so, ne? Also gerade für Männer empfehle ich, der Mann, also die Frau ist Kommunikations- und Bindungs- und Beziehungsfachfrau, so aus Sicht der Polarität, so, ne? Und das heißt, die Frau spricht das Commitment idealerweise, also natürlich könnt ihr immer sexuelles Commitment oder so ansprechen, überhaupt keine Frage, aber so Commitment sagt man eigentlich, oder würde ich immer sagen, aus Dating-Sicht spricht die Frau an, weil die Frau sich auch langsamer verliebt. Was wir hier auch sehen, dass sie plötzlich sagt, dass sie Zeit braucht. Ja, viele Frauen brauchen Zeit, um sich zu verlieben, wenn es nicht ein super Typ ist. Deswegen willst du als Mann einen Schneeballeffekt erzeugen, dass die Frau immer mehr will immer mehr, und natürlich will sie dann irgendwann exklusiv mit dir sein, weil sie einfach so verknallt ist. Und dazu muss man als Mann aber so ein bisschen laid back sein und nicht immer schon einen Schritt davor, so, ne? Ja. Anzumerken ist, dass sie meinte, dass sie mit Mitte 30 erst eine einjährige teils Fernbeziehung hatte und sonst nur kürzere Beziehungsversuche. Hätte ich jetzt, ich weiß, dass da ganz viele Menschen sind mit einer ähnlichen Beziehungshistorie in meinen Kursen,
Das ist nur der Unterschied, die arbeiten an sich, und das ist auch der Unterschied, dass es besser ist. Also ich gehe auch mal von aus, die Leute, die mir schreiben, haben auch sowieso ihre Issues. Und man ist ja immer gut, wenn ein Partner ein bindungssicheres Muster hat, und dass ein bindungssicherer Partner so eine Beziehungshistorie hat, ist, mag vorkommen, ist vielleicht nicht so überwahrscheinlich, sage ich mal. Für mich, ich bin wirklich gebranntes Kind mit Frauen, die so bindungsängstlich sind. Wenn ich nochmal wieder daten müsste, würde ich das gleich, und das ist jetzt nicht jemand, der sagt, oh, ich arbeite in den Kursen, arbeite an mir, dass ich an meiner Bindungsangst, was weiß ich, habe das auf dem Zettel, ne? Versteht ihr, wie ich es meine? Wenn ich das so außer Kalten sowas präsentiert kriegen würde, würde ich jetzt nicht sagen, date ich nicht. Nur meine Erwartungen wären auf null, sage ich ganz ehrlich. Ich würde denken, ja, okay, das vielleicht haben wir ein paar Monate Spaß, mehr wird es wohl nicht werden. Das würde ich denken, so, ne? Das hat mich schon irgendwie verunsichert, ja, kann ich verstehen. Mit der Aussage, dass sie Zeit braucht, ja, das füttert die Idee, ist sie vielleicht minuspolig, so bindungsängstlich, ne? Irgendwie hat sich dann nicht so wirklich was entwickelt im Laufe der Zeit. Dritter Hinweis darauf. Wir haben auch wenig unternommen. Irgendwie hat etwas gefehlt. Und umso wichtiger ist, dass du so einen Schneeballeffekt aufbaust. Wobei das sind einfach nur psychologische Dating-Gesichtspunkte. Ändert nichts daran, dass eure Bindungsstile vielleicht nicht passen, so, ne? Irgendwie hat sich dann nicht wirklich was entwickelt. Wir haben auch wenig unternommen, irgendwas hat gefehlt. Sex war auch nicht so leidenschaftlich, obwohl sie mir ein gutes Gefühl gegeben hat. Und zum Beispiel das Kuscheln sehr schön war. Ich habe darauf gewartet, dass was von ihr kommt, aber es kam nicht wirklich was. Ja, könnte man jetzt noch viel mehr zu sagen, aber ich spare es uns jetzt mal. Also klar kann man jetzt drüber nachdenken, wie wer hat wie kommuniziert, aber sparen wir uns heute mal. Obwohl sie mich eigentlich ja verunsichert hat, hat sie mir trotzdem ein sicheres Gefühl gegeben, da sie so stabil und zuverlässig schien. Jetzt hat sie das, was meiner Meinung nach schon eine Beziehung war, beendet, weil sie meinte, dass es ihr zu wenig sei. Macht keinen fucking Sinn, dass sie erst sagt, sie braucht Zeit und dann ist es ihr nicht genug. Also macht keinen fucking Sinn. Und wenn Sachen keinen Sinn machen, habe ich mir da, also als ich noch gedatet habe, immer angewöhnt, abhaken. Denke ich, bin ich nicht mal bereit, drüber nachzudenken. Bin ich nicht mal bereit, drüber nachzudenken, macht einfach keinen fucking Sinn. Warum soll ich darüber nachdenken, wenn es keinen Sinn macht? Abhaken, next, irgendwie, ne? Und passt alles dazu, dass sie vielleicht ein bisschen sehr auf dem Minuspol unterwegs ist und das Ganze auch ein bisschen sabotiert hat, so unbewusst natürlich. Und was willst du da machen? Gar nichts, ne? Ich habe sie sogar zu meiner Geburtstagsfeier eingeladen, meiner engen Familie, vielleicht wäre das zu viel. Ja, aber sie sagt ja, das war jetzt zu wenig. Macht keinen fucking Sinn. Wenn Sachen keinen Sinn machen, weg damit, ne? Wir hatten auch ein gutes Abschlussgespräch, halb viel zu spät. Ja, ist doch wunderbar, geht hier on good terms auseinander, abhaken, fertig, ne? Nummer löschen. Der Drops ist eh gelutscht, sag ich mal. Also es gibt ja, wenn sie jetzt ein Bindungsängsterin ist, gibt es ja die, die immer wiederkommen und die, die einmal eine Beziehung sabotieren und dann wollen sie eigentlich nie wieder was mit dir zu tun haben. Ich vermute mal, dass die so der zweite Teil ist. Also musst du eh nicht blockieren. Die kommt wohl nicht wieder. Ist einfach durch. Gefühlstod, Ende. Ja, Ego zu Hause lassen. Was soll's, macht nix. Da habe ich ja auch meine Gründe erzählt, warum ich vielleicht teilweise zu viel Rücksicht nahm und dass ich sie auch nicht mit meinen Gefühlen überfordern wollte. Ja, jetzt geht's zu darin, ob was mit dir nicht in Ordnung ist, aber sorry, die Frau kann nicht klar kommunizieren, was sie eigentlich will. Da brauchst du, das kannst du abhaken. Brauchst du gar nicht drüber nachdenken, so, ne? Also wäre ich heutzutage nicht mal bereit, einen Gedanken dran zu verschwenden. Ja, ich übertreibe es natürlich ein bisschen, aber würde ich mir sagen, ich einfach, wenn jemand mir nicht klar machen kann, was er will, wo er steht und da unterschiedliche Sachen bei rauskommen, ja, so sei es, aber nicht mit mir, ne? Ich kann sie verstehen, aber bin auch traurig, weil ich mal eine langweilige Beziehung aushalten wollte. Ja, aber du willst jemanden haben, der ein sicheres Bindungsmuster hat. Das hört sich hier nicht so an. Oder sie war einfach nicht interessiert genug in letzter Konsequenz. Das können wir nie 100% auseinanderhalten, ne? Das ist auch letztlich egal, ne? Sollte nicht sein, fertig. Das ist aber nicht, was ich meine mit langweiliger Beziehung, weil das ist mit jemand, der auch mit dir zusammen sein will. So, ne? Jetzt frage ich mich, ob ich überhaupt so eine Spannung aufrechterhalten kann, wenn es zu harmonisch ist. Wo ist denn das hier harmonisch? Weiß nicht, ich muss, vielleicht hast du auch Sachen runtergeschluckt, weil du not rock the boat, weißt du so? Weil da gibt es ja ganz viele Themen,
wo man hätte einhaken können. Vielleicht wäre die Spannung da gewesen, wenn du schon viel früher gesagt hättest, was läuft ja eigentlich so. Und dann wäre es vielleicht mal früher auseinandergegangen. Also kannst ja mal gucken, ob du vielleicht so ein bisschen People-Pleasing machst, dass du ätzende Sachen nicht ansprichst oder so, dass es dann langweilig war, obwohl es eigentlich super viel eckige Punkte gab. Aber hört sich für mich jetzt nicht an, dass das nicht hätte konfliktreich laufen können. Unlangweilig meinetwegen. So, also insofern ist das ist nicht gemein mit langweiliger Beziehung. Oder hat sie ganz einfach auch ein Thema mit Beziehung? Ja, würde ich so sagen. Es hätte sowieso nicht zu etwas Fixen geführt. Da gehe ich, habe keine Glaskugel, gehe ich schwer von aus, ja. Oder hat es ganz einfach nicht gepasst zwischen uns? Ja, letzten Endes, ja, vielleicht kannst du mich ein wenig erleuchten. Viele Grüße aus Südwestösterreich, wo wir auch noch eine Lesung geplant haben in Wien. Für die, meine lieben österreichischen Freunde, für die Schweizer Freunde. Ich versuche das heute mal auf die Website zu packen. Gibt es ja in St. Gallen eine Lesung und ich bin da auf der Olma, was auch immer das ist, irgendeine Messe, kennt ihr Schweizer vielleicht. Ich gucke jetzt aber auch nochmal am 18. und 19. Oktober bin ich in St. Gallen. Gell? In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.